Gedenkmarsch anlässlich der rassistischen Ausschreitungen. Gestern in Rostock. Demonstranten aus der ganzen Republik sind gekommen. Manch Anwohner denkt allerdings weiter stramm deutsch und zeigt es auch. Gastfreundschaft sieht anders aus. Kurze Frage, wie finden Sie das denn, diese Demonstration? Bitte? Ich hab's hier nicht verstanden. Er sagt dazu alles. Ich sag dazu nichts. Abhauen. Warum denn? Abflug. Mach die scheiß Kamera aus. Ist doch gut, wir wollen da nochmal fragen. Ich will so einen Scheiß nichts sagen hier. Ich will einfach nur weiter und gut ist. Bitte? Ich will einfach nur weiter und gut ist. Okay. Also Abflug. Jetzt wohnen Sie hier in der Gegend. Ist man da auch ein bisschen stigmatisiert durch das, was vor 20 Jahren passiert ist? Nein. So, und jetzt ist Schluss. Komm, ab. Wie finden Sie denn diese Demonstration hier? Kein Kommentar. Kein Kommentar? Kein Kommentar. Warum nicht? Gehen Sie bitte weiter. Wie finden Sie denn diese Demonstration? Ich habe keinen Kommentar. Ich sage dazu nichts. Warum nicht? Einfach so, weil es so ist. Die Polizei vor Ort tut, was sie am besten kann und sieht zu. Friedlich zieht der Protestmarsch zum Sonnenblumenhaus, dem Ziel des mordlüsternen Haufens vor 20 Jahren. Kurzzeitig brennt ein Müllcontainer, angezündet von wem auch immer. Demonstranten greifen beherzt ein und löschen das Störfeuer. Ums Eck ragt schon ein frisch gepflanzter Mahnbaum in den Himmel. Deutsche Eiche musste es sein. Beschützt wird sie von Polizisten. Sicher ist sicher. Warum stehen Sie denn so weit abseits von allen? Was machen Sie denn hier? Wir passen auf, dass der deutschen Eiche dort nichts passiert. Das ist nicht lustig, das ist ernst gemeint. Gab es da schon Versuche, dass die gefällt wird? Ansonsten herrscht eher Ratlosigkeit. Alle weiteren Auskünfte können Sie bei unseren Sachen der Öffentlichkeitsarbeit erfahren. Mehr haben wir auch nicht. Mehr wissen wir auch nicht. Ein Baum gegen Fremdenhass. Etwas spärlich, um Rostock-Lichtenhagen in einen gastfreundlichen Ort zu verwandeln.